Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es ein Style and Talk heute, und zwar so eine Art Storytime auch. Ich erzähle über etwas, was mir mal passiert ist, und ja, dabei schminke ich mich und ich verwende ganz viel von Nui Cosmetics. Das ist ja eine deutsche Firma, Naturkosmetik, vegan, Top-Qualität. Also ich schminke mich so gerne mit Nui, und von daher, ja, jede Menge habe ich hier, fast Full Face, also nicht ganz, aber fast, ne? Und ja, es gibt auch einen Rabattcode, bevor ich anfange. Es ist ja bald Black Friday, und deswegen gibt es halt einen Code, blende ich hier ein, falls ihr Interesse habt. Ich verlinke natürlich alles unten. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Foundation habe ich schon drauf, und ich nehme jetzt den Concealer Nummer 4 Ari. Für mich eine sehr passende Farbe, also sehr neutral. Ich habe auch einen gelblichen Concealer hier, aber ja, ist ein bisschen zu gelb halt, ne? Von daher, das hier ist perfekt. Und ich muss sagen, ich liebe Creme Concealer, und vor allem diesen hier von Nui. Also sehr, sehr, ja, cremig, wie gesagt, und sehr pflegend und vor allem deckend. Das ist ja das, was man möchte. Und ja, also wirklich ganz, ganz toll. Als Bronzer nehme ich diesen Multistick hier, der nennt sich Kaya. Ich habe drei Bronzer, glaube ich, insgesamt von Nui, also tolle Bronzer. Und das hier ist, meine ich, Limited Edition, aber es ist einfach ja, ein Wahnsinns-Glow, so ein bisschen Golden Bronze mäßig, ne? Also sehr, sehr, sehr schön, was einfach das Gesicht so ein bisschen, ja, frischer macht, ne? Und dann wollte ich ja eine Geschichte erzählen, und zwar ist es mir vor, ja, 12 oder 13 Jahren oder sowas passiert. Und zwar, ja, hatten wir Einbruch im Haus. Und ja, ist ja eine schreckliche Sache. Diejenigen, die das gehabt haben, ihr wisst, ne, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Man fühlt sich einfach nicht mehr wohl im eigenen Haus nach so einer Sache. Das Problem bei uns war, dass ich auch dem Einbrecher begegnet bin. Also ich war ein paar Stunden unterwegs, vormittags war das. Das ist, war gerade diese Jahreszeit, auch im November war das. Ich bin nach Hause gekommen und habe mir die Schuhe ausgezogen, und da stand ich da in der Diele, und auf einmal steht ein Mann vor mir. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, ne? Was für ein Schreck man kriegt. Oder ich hatte einfach, ich habe erstmal gar nicht verstanden, was ist das, wer ist das? Und ich habe dann auch gefragt, ne? Was wollen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier oder sowas? Da habe ich gefragt. Weil ich dachte auch irgendwie, vielleicht ist es ein Handwerker oder so, den mein Mann bestellt hat. Also mein Mann war vielleicht dann auch irgendwo im Haus, und ne, wie es manchmal so vielleicht sein kann, ne? Weil mein Mann organisiert und macht und tut, und ja, manchmal kriege ich das einfach auch nicht mit, ne? Und das war so mein erster Gedanke. Aber dann hat er mich nur angegrinst und ist, ja, in die Küche reingegangen, hat die Tür hinter sich zugemacht. Und ja, also ich dachte, ich bin im falschen Film. Und ich dann einfach nichts mehr raus. Ich hatte mir die Schuhe gar nicht wieder angezogen, sondern habe, ja, barfuß oder mit Strümpfen dann praktisch raus zum Auto und weggefahren. Also ich wusste auch nicht, ob derjenige Komplizen hatte, ob es mehrere Personen waren im Haus, ob er oder sie Waffen hatten. Ich wusste ja gar nichts, ne? Und einfach nur schnell weg und bin dann zur Nachbarin gefahren. Wir wohnen ja außerhalb, also auf dem Lande, und das ist dann ziemlich weit weg zum Nachbarn, aber ja, dahin gefahren. Und ich habe dann versucht, sie war dann zu Hause, Gott sei Dank, ne? Ich habe versucht zu erklären, was passiert ist. Sie hat es irgendwie kaum verstanden, weil ich war so aufgeregt, ich konnte ja kaum sprechen. Und dann haben wir die Polizei angerufen, und ich war so aufgeregt, ich konnte kaum irgendwie erklären, was passiert ist, ne? Diejenige da am Telefon hat ja gar nicht verstanden, was ich wollte, was ich meinte, ne? Und dann hat die Nachbarin übernommen, weiß ich ja, und hat versucht dann ja, zu erklären, was Sache war, ne? Dieser Bronzer ist echt toll, also gibt so viel Glow. Also wenn man hier reinguckt, denkt man, wow, jede Menge Schimmer, aber auf den Wangen sieht man gar keinen Schimmer in dem Sinne, sondern einfach nur Glow, ne? Also richtig so sun-kissed, ne? Das ist wirklich toll. Ich nehme auch ein bisschen Blush, auch das ist Amaya, weil das ist so ein, im Grunde fast wie eine Bronzerfarbe, ne? So, ja, vorwiegend braun, hellbraun, also ein bisschen Touch Peach drin. Aber ich dachte einfach so, um noch mehr ja, Frische zu bekommen,
Das ist eine ganz tolle Farbe. Das ist auch so cool mit deinem Spiegel auch hier, ne? Also er ja, ist alles sehr qualitativ und ja, eine Freude ist das, damit zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall meine Geschichte. Das war, muss man schon sagen, spannend einerseits zu sehen, wie die Polizei arbeitet. Ne? Die waren den ganzen Tag da bei uns und es war ein Hubschrauber über uns, weiß ich, den ganzen Tag und hat praktisch nach dem Einbrecher gesucht und so weiter, weil der ist weggerannt. Ne? Und ich muss auch dabei sagen, er hat Gott sei Dank nichts klauen müssen, weil er scheint wirklich ganz, ganz kurz drinnen gewesen zu sein. Er hat das Fenster aufgeschlagen und dann praktisch mit dem Griff aufgemacht und dann reingegangen und er hat die Spardosen von den Kindern mitgenommen. Das war's. Also ja, das haben wir dann, die Versicherung hat das bezahlt, aber das war, wie gesagt, das war. Und dann natürlich auch das Fenster, sowas wurde natürlich auch bezahlt dann von der Versicherung. Und am Tag danach war ich bei der Polizei und habe ihn quasi identifiziert. Die hat dann ein Foto von ihm und er war sehr bekannt bei der Polizei. Und von daher konnte ich sofort, er hatte auch ein sehr spezielles Aussehen und ich konnte ihn sofort dann identifizieren. Und er wurde dann, ich glaube, ein Jahr danach auf frischem Tat dann mal erwischt. Ja. Das ist genau, das ist passiert. Die Polizei oder der Polizist hatte am Tag danach auch gefragt, ja, brauchen Sie psychologische Betreuung oder sowas? Und ich so, nee, ja, aber Sie wissen schon, dass es manchmal, also bei einigen ganz, ganz schwierig ist, im Haus wohnen zu bleiben und so, ne? Als Rouge habe ich hier übrigens Tiercarette, ganz tolles Rouge. Ja, und das Lidschatten nehme ich, glaube ich, einmal Vajura. Das ist einfach nur so eine ganz nette braune Farbe und etwas dunkler, rötlicher wollte ich auch nehmen. Das ist Markiere. Dann habe ich auch hier, aber das passt nicht zum Look, glaube ich, heute, aber auch eine ganz tolle Farbe. Taonga. Grau ist das. Kann ich mal swatchen. Es ist wirklich so ein bisschen metallisch, silbern, sehr, sehr schön. Genau, aber ja, ich verlinke alles unten auf jeden Fall. Aber ich fange an mit dem braunen Ton hier. Einfach so in die Lidfalte, dachte ich. Ja, aber natürlich hat das bei mir schon Angst ausgelöst, das ist ganz klar. Die ersten Tage sowieso, weil dann war alles offen, ne? Das Fenster war ja noch ja, kaputt und jeder konnte reingehen und ich hatte praktisch Angst, dass ihr wiederkommt, dass ihr vielleicht dachte, ja, ich bin unterbrochen worden, dann gehe ich wohl noch einmal rein. Das war mein so Gedanke und von daher die erste Zeit, die ersten Tage und auch die ersten Wochen, Monate, also hatte ich schon Angst irgendwie. Also da ist irgendwas wird zerstört in einem, das ist ganz klar. Ja, man hat nicht mehr diese Naivität, diese Urgeborgenheit, die man eigentlich haben sollte. Die ist ein für alle Mal einfach weg nach so einer Sache. Und dann, ich weiß noch, dass ich so dachte nach 2, 3 Monaten, so jetzt habe ich das irgendwie überwunden, aber dann habe ich irgendein Geräusch im Haus gehört und ich war panisch. Von daher, und da war natürlich nichts. Ne? Und das ist tatsächlich immer noch so, wenn ich ein Geräusch höre im Haus. Also 12, 13 Jahre danach, dass ich, ja, dass ich dann zucke und überlege, was war das? Und ja, ich kann mich selber beruhigen jetzt und sagen, ja, nee, da ist irgendwas runtergefallen oder, ne, aber ich muss dann einmal stehen bleiben und genau hinhören. Ne, das ist immer noch so. Und das kommt von dieser Zeit ganz, ganz klar. Bisschen Restprodukt hier unter den Augen auch. Ich nehme hier den dunklen Ton, Markiere heißt die Farbe, einfach so als Eckbetonung hier. Ja, aber sicherlich hatte ich da monatelang danach tatsächlich Angst. Ja, aber man hört ja Geschichten, wo es ganz, ganz schlimm endet und solche Sachen. Also es ist mir oder uns nichts passiert. Ich war ja alleine im Haus, als es passiert ist, Gott sei Dank. Ja, und
Dann hatten wir ja die Woche danach hatten wir so ein Beratungsgespräch mit der Polizei, wie man das Haus sicherer machen kann. Und das haben wir dann auch ziemlich sofort dann gemacht. Wir haben hier, ich sag manchmal, wir leben in einem Panzer. Fast nein, aber es ist, wir haben da ganz viele Sachen gemacht, damit es sehr schwer ist, bei uns einzubrechen. Das war sehr, sehr wichtig, muss ich sagen, ne? Und danach hatte man auch wirklich ein viel, ja, besseres Gefühl, dass man sich geborgener gefühlt hat, muss man sagen. Und bei diesem Gespräch war auch Weißer Ring oder der Weiße Ring oder sowas heißt die Organisation. Das war einer dabei. Das war einer davon dabei und ich muss sagen, dass ja, das hat auch sehr gut getan. Er war ehrlich. Ich habe ihm gesagt, weiß ich noch, ne, ich werde ja immer Angst haben. Und er sagte ganz ehrlich, ja, das werden sie haben. Sie werden immer Angst haben. Aber man lernt mit der Angst zu leben, hat er dann gesagt, ne? Und das ist so, ne? Irgendwann mal wächst Gras drüber quasi, ne? Tief innen drin hat man einfach so eine Angst, muss man schon sagen. Aber ja, irgendwie lernt man damit zu leben. Aber diese, wie gesagt, diese Naivität, irgendwie, es wird nie was passieren. Also die ist nicht mehr da. Das ist so. Das ist übrigens, glaube ich, auch Limited Edition, aber ein ganz toller Highlighter, nennt sich Iraya und habe ich jetzt einfach auf das bewegliche Lid. Also sieht sehr frisch aus, finde ich. Genau, weil als Highlighter kann man natürlich wunderbar auf den Wangen haben, aber ich wollte einen anderen Highlighter verwenden heute. Und zwar, ich gucke mal, wie er heißt, Puawei. Okay. So, da bin ich wieder. Und zwar, so seht ihr aus. Es ist ein bisschen hautfarben und Creme. Und sehr, sehr, sehr natürlich. Also die andere ist intensiver, muss man wirklich sagen. Kann ich ja mal swatchen übrigens. Moment. Ja, das ist der Bronzer. So, und das ist so eine enorme Deckkraft. Also muss man echt vorsichtig sein, ne, wenn man das auf den Wangen hat. Ist auch wunderschön, aber ich wollte jetzt diese natürliche Variante nehmen. Kann ich ja auch swatchen. Das sieht man, dass es, ja, glaube ich, dass man das mitbekommt, ne, dass es nicht ganz so intensiv ist, aber ja, auch wirklich wunderschön. Also natürlich, wie gesagt. Von daher, wie gesagt, Gras ist drüber gewachsen. Also ganz am Anfang habe ich einfach mir selber gesagt, du musst stark sein, Lena. Du hast kleine Kinder. Du kannst jetzt keinen Nervenzusammenbruch haben oder sowas. Du musst jetzt stark sein. Ne? Und wie gesagt, das, ja, da musste ich mich wirklich zusammenreißen. Ne? Wir machen ja alle Erfahrungen. Und wie gesagt, dieser weiße Ring, dazu wollte ich auf jeden Fall kommen. Das ist eine Organisation, die Menschen hilft, die Gewaltopfer sind. Und es gibt ja da viele verschiedene Arten von Gewalt. Und aber das hier war natürlich eine Art Gewalt, ne? Ganz klar. Und komisch war, muss ich sagen, als ich vor diesem Mann stand, es war, als würde die Zeit einfach so still stehen. Es war sicherlich nur, was weiß ich, ein Zehntel Sekunde oder vielleicht tatsächlich eine Sekunde. Aber diese Sekunde, das war, als würde alles stehen bleiben und es war so eine Kommunikation zwischen uns. Ihr hattet ja auch nicht mit mir gerechnet. Und wir standen da eine gefühlte Ewigkeit, ne, gegenüber einander. Aber ich glaube, das war wirklich echt nur für eine Sekunde. Aber ich habe sofort gemerkt, okay, der ist verrückt. Der ist verrückt. Ich habe instinktiv gespürt, dass er so wie ein kleiner Junge war, praktisch mental gesehen, dass er einfach nicht so ganz verstanden hat, dass man in das Haus von anderen Menschen nicht reingeht. Es war ein Drogensüchtiger, ein Junkie und er war einfach auf der Suche nach Geld im Grunde. Also ich habe einfach instinktiv gespürt, ne, dass, ja, dass er einfach wie ein kleiner Junge war, irgendwie so, ne? Aber die Polizei hat tatsächlich bestätigt, dass er, wie gesagt, verrückt war, dass er verrückte Sachen schon machen konnte, weil er eben so bekannt war, ne? Und ja, also nicht zu spaßen. Und ja, das
ist so das, was ich mal erlebt habe. Das hier ist, ich gucke mal, wie das heißt, 9 Mata, ein Lipgloss, wunderschön. Als ich den zum ersten Mal probiert habe, dachte ich, wow, das ist genau die richtige rote Farbe für mich. Das ist so eine Art neutrale rote Farbe, wenn man das so sagen kann. Ja, nicht zu, also nicht pink und nicht orange, aber auch ein bisschen dezenter als klassisch rot, also classic red irgendwie. Ich habe manchmal das Gefühl, dass rote Lippenstifte so, die fühlen sich an oder sehen aus wie, ein Fremdkörper, so, ne? So bam, ne? Aber das hier ist irgendwie perfekt. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt in der Kamera, aber in real life ist das wirklich eine ganz tolle Farbe. Ich habe noch eine Farbe hier, die ist auch ganz nett, und zwar Ariana. Sieht ein bisschen heller aus sogar als diese hier, aber auf den Lippen ist sie irgendwie dunkler. Also so richtig intensiv weinrot im Grunde. Von daher auch eine ganz nette Sache. Hier habe ich auch ein Lip Oil, Maya nennt es sich, auch ganz toll. Wollte ich eigentlich obendrauf tun, aber das ist so glänzend an sich, das brauche ich jetzt nicht. Ne? Aber ist im Adventskalender, habe ich vorgestellt, das Video müsste vorher online gegangen sein. Von daher, wenn ihr da Interesse habt, schaut mal rein. Aber man kann auch getrennt natürlich voneinander alles kaufen. Ne? Aber das ist, sieht ein bisschen rosa aus, aber ist im Grunde transparent. Es ist wirklich, gibt Glanz und einfach so auf die Lippen, ne? Oder halt obendrauf. Das ist auch sehr schön. Genau, Wimperntusche und dann bin ich fertig. Ja, das ist der fertige Look. Ich würde sagen, sehr viel Glow dank diesem Multistick hier. Ne? Also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe eben jetzt auch geguckt online, weil ich war mir selber nicht sicher, ob es überhaupt noch gibt, ne? Weil es hieß immer Limited Edition. Aber noch ist es da im Moment, wenn ich drehe. Also echt ein Tipp. Also das ist so ein Glow-Effekt. Wirklich so ein frischer Kick halt. Ne? Und dieses Lipgloss ist auch so wunderbar. Wie heißt das? Mata, Nummer 9 Mata. Das, was ich trage. Also perfektes Rot, finde ich. Für mich auf jeden Fall irgendwie. Und ja, ihr wisst auch so ein bisschen mehr über mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass man ja auch von so einer Sache lernt oder man lernt einfach verständnisvoller vielleicht auch zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich die Menschen, die auf der Flucht sind, Menschen in Syrien und so weiter, in auch vielen anderen Ländern, wo sie einfach nicht sich wohlfühlen oder sich geborgen fühlen in ihrem Zuhause, in ihrem Haus. Das kann ich total nachvollziehen, obwohl es ja ganz andere Dimensionen ist. Ne? Das kann man ja gar nicht vergleichen, was für ein Elend das in vielen Ländern ist, wo Krieg herrscht und solche Sachen. Aber ich kann genau verstehen, wie es ist, wenn man sich nicht geborgen fühlt in dem eigenen Zuhause. Das ist wirklich sehr, ja, das ist so existenziell irgendwie. Ne? Und von daher, ja, das ist einfach so etwas, was ich erleben musste. Aber es ist lange her und es war, glaube ich, auch so ein bisschen random alles, ne? Weil Multitasking ist nicht so mein Ding, ne? Schminken und dann reden gleichzeitig. Aber ja, so ist das. Und denkt an den Code, das bietet sich an, jetzt denke ich so in der Black Friday Zeit quasi, ne? Das ist, denke ich, ein tolles Angebot. Ich blende den Code hier ein und ja, macht's gut und schreibt mir gerne was Nettes und dann abonnieren natürlich auch, ganz klar. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!